Berge. Die Berge. Und welche Berge? Das ist, das musst du Papi fragen. Das ist das Kaisergebirge, Mathilde. Der Kaiser ist das. Der Kaiser. Ja. Familie Krule hat sich verliebt in die Region rund um das Bergsteigerdorf Sachrang. Es ist total schön hier. Wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns familiär. Wir haben tolle Freunde gefunden, einen super Kindergarten. Wie lange bin ich aus dem Elternhaus raus? Knapp 15 Jahre und das erste Mal wirklich angekommen. Richtig angekommen. Vor 3 Jahren sind der freiberufliche Alpinjournalist Andreas und seine Frau Alicia aus München nach Sachrang gezogen. Doch mit den beiden Kindern, die hier auf die Welt gekommen sind, wird ihnen die Zwei-Zimmer-Wohnung zu klein. Schon 1 Jahr lang suchen sie deshalb eine größere Wohnung in Sachrang, sogar mit Flugblättern, doch bisher vergebens. Ist verrückt, weil der Wohnraum ist ja eigentlich da. Der Platz wäre da, es gibt genug Wohnungen, aber die stehen halt alle leer. So zum Beispiel im Feriendorf in Grenzhub bei Sachrang. Die 87 Wohneinheiten wirken auch in der Hochsaison wie ausgestorben. Auch im Neubaugebiet aus den 80er Jahren scheinen 200 Wohnungen meist unbewohnt. Einzelne Häuser stehen seit Jahren leer. Da kann auch der Dorfhausmeister, sonst um keinen Rat verlegen, nicht helfen. Na, wisst ihr was Neues? Ob es irgendwas Guck mal, ich bleib momentan, weil es Neues gibt. Es wird immer schwieriger. Ja, Wohnraum gibt es genug. Ich sage mal, jetzt 15. Haus wird darin leer stehen. Das ist so. Und keiner weiß was. Und die Leute fragen mich immer, wo das praktisch, wie die Adressen, aber es ist ja Datenschutz, ich darf ja nichts rausgeben. Andreas Krule erhofft sich Hilfe vom neuen Bürgermeister. Auch der hält die Zweitwohnsitzquote von 41% bei etwa 1000 Einwohnern für nicht ausgewogen. Immerhin kann er mit 10.000 Quadratmeter Baugrund im Gemeindebesitz eine konkrete Perspektive für junge Familien im Bergsteigerdorf bieten. Da haben wir zum einen Möglichkeiten, dass man 4 bis 5 Parzellen schafft für Einfamilien- bzw. Doppelhäuser. Und andererseits haben wir momentan in Planung ein Mehrfamilienhaus. Wird man sich das leisten können? Deshalb will die Gemeinde hier schauen, dass man Mehrfamilienhaus schafft, auf dem man selber die Hand drauf hat und die Mieten eben selber bestimmen und gestalten kann. Auch wenn die Krules nicht so lange warten wollen, auf den Bürgermeister als Vermittler können sie zählen.